Hallo Leute, ich habe gerade was über wundersame Geldvermehrung gelernt. Passt mal auf. Meine Tochter kam an und brauchte Geld für eine Fahrstunde. Und zwar ging es sich um 50 Euro. Oder die wollte sie 50 Euro leihen. Ich hatte jetzt noch 25 da, meine Frau hatte 25 Euro da. Zusammen die 50 Euro. Jetzt hat sie festgestellt, die Fahrstunde hat nur 45 gekostet. So, das ist ja super. Das heißt, sie hat noch 5 Euro übrig. Kam mein Sohn an. Mina, leih mir doch mal bitte 3 Euro. Das heißt, Mina hatte noch 2 übrig. So, mit anderen Worten, sie hat mir und meiner Frau, also meiner Frau und mir sagt man ja, jeweils schon mal 1 Euro gegeben. Dann hatte sie bei uns jedem noch 24 Euro. Sind zusammen 48, kriegt noch die 3 Euro von meinem Sohn, sind zusammen 51. Wo zum Henker? Viel Spaß beim Überlegen wünsche ich euch. Das wird bestimmt eine ganz interessante Sache, was ihr mir in den Kommentaren drunter schreibt, wieso, weshalb, warum.